Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Ja, scheint ja wieder ein bisschen laggy zu sein. So, wir wollten nach Kingston und die Templerjagd machen. Ach ja, wir haben ja dieses komplett lächerliche Outfit an. Oh Gott, das ist so hässlich. So. Wir müssen, bevor wir da hingehen, nochmal kurz Outfit wechseln. Ihr habt es jetzt gesehen, ich kann da einfach nicht. Ah! Das tut echt mir persönlich in der Seele und in den Augen weh. Dieses Outfit. Ich muss das. Oh, muss mal kurz den hier machen. So, du musst leiser sein, Spiel. Hab. So. Ja, Steuerung. Da gehen wir gleich hin, keine Sorge. Ich muss Outfit wechseln. Ach. Ich will mir instant die Augen waschen gehen. Es tut mir wirklich weh, ich weiß nicht wieso. Zeige ich euch nochmal die nächste. Die Politikermontur hatte ich auch noch nie an vorher. Sollen wir die erstmal nehmen? Wenn wir Templerjagd machen. Nehmen wir mal die hier für Templerjagd. Oder nee, die hatte ich schon ganz lange an. Welche, die bei Templerjagd passt, hier. So. Mein erstes Spiel laggt gerade total. Templerjagd. Anto, der Maroon-Assassine. Was wollt ihr von mir, Engländer? Edward Kenway. Ich kam, um euch zu warnen. Ich bin Waliser. Für mich seht ihr alle gleich aus. Wozu brauche ich eine Warnung? Mein Leben besteht aus Gefahr. Daran bin womöglich ich schuld. Dann schuldet ihr mir was. Wie der Zufall will, brauche ich jemanden, der ein paar meiner Freunde befreit. Sklaven, meint ihr? Brüder, Krieger, die Hoffnung der Maroon. Klingt nicht, als würde es mich was angehen. Ich möchte nur, dass ihr euch unter eure Landsleute mischt. Sucht Hinweise, wo man meine Freunde festhält. Fein. Ich sehe, was ich tun kann. Ja, ich habe während der Szene was gefuttert, deswegen muss ich mich bis jetzt noch muten. Erstmal markieren wir die beiden. Dann machen wir den hier. Angeblicher Trunkenheit. Ich musste den Mann nur nach Norden eskortieren. Nein, Süden. Nein. Ganz sicher Norden. In Richtung Lagerhaus.
kennt das Lagerhaus. Jedenfalls ist er ein Sklave. Er trägt Fußeisen. Der entkommt uns also ohnehin nicht. Trinken wir noch einen und denken. Gibt's da? Hallo, kannst du... Danke. Geh hinlatschen. Wieso haben die nach oben geguckt? Die gucken sonst nie nach oben. Ich bin arbeitslos. Autsch. Hui. Ja, ich weiß nicht, was heute los ist. Es ist irgendwie... Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute den ganzen Tag nur Big Bang Theory geguckt habe. Und sonst... Nee, daran kann es mich nicht... Ich weiß nicht, heute ist irgendwie so... Wozu denn? Ich weiß es nicht. Um ein Exempel zu statuieren oder so. Was hat er denn getan? Muss er denn etwas getan haben? Manchmal braucht man einfach ein abschreckendes Beispiel. Das ist mein wahres Wort. Die Wände haben Ohren, denn ihr wisst, was ich meine. Verfolgt man uns? Wir müssen die anderen warnen. Das dürfte relativ leicht werden. Du hast die Informationen, die ich brauche. Nein! Ich habe von euch gehört, Assassinen, tu mir nichts! Ich will nur wissen, wo dieser Sklave ist. Weißt du von jemand, der festgehalten wird? So ganz speziell. Bitte, lass mich leben. Mein Weib und meine Kinder. Dann komm schon. Raus damit. Sucht bei der Windmühle. Na, war das so schwer? Ja, das war eine, ein recht quickiges Gespräch und jetzt muss ich, ich muss nochmal Outfit wechseln. Ich bin immer noch nicht zufrieden damit. Und wenig noch eins mit irgendeiner Zusatzfunktion außer der Tarnmontur. Ne, wir haben tatsächlich nur die Tarnmontur. Das ist halt wieder die Tarnmontur. Enter, enter! Wo wir gerade mal hier sind. So. Ich suche nochmal nach. Bla bla bla. Da, Meierstele ist das Symbol, genau. Nein, Missionen, Geschäfte, Fundstücke. Das ist es doch, oder? Was wir suchen. Nebenaktivitäten, Schauplätze, alle Symbole. Fundstücke. Eine Jewel-Zitruhe ist da, interessant. Aber nein, wir werden tatsächlich keine weiteren Meierstellen angezeigt. Dammit! Das ist echt ärgerlich. Kurier.
Komm schon. Holy fuck. Was hat denn der bekommen? Und für einen Geschwindigkeitsboost oder was? Ja, das ist Kenway, der Pirat. Weißt du, ich sollte dich töten, einfach nur, weil du immer so blöd von mir wegrennst. Nicht den, du sollst den Kurier töten. Mensch, Edward. Hallo, Edward. Jetzt. Okay, das scheint irgendwie nicht richtig zu funktionieren. Erstaunlich. Echt. Ich muss gar nicht sagen, das ist ein ziemlich starker Kritikpunkt an dem Spiel. Und auch an Ubisoft im Allgemeinen. Das ist einfach nicht für Windows 10 optimiert. Ich meine, das ist ja... Shadow of War kann ich auf höheren Einstellungen laufen lassen. Und das nimmt weniger Power ein. Hier vom Rechner. Ja. Muss ich einfach mal sagen, das läuft besser. Ihr seht, sind gerade teilweise NPCs nur mit 10 Meter Entfernung gespawnt. Das geht nicht. Das ist... Ich meine, auch in den Nachfolgern, ja, zum Beispiel Dings Origins kann ich bessere Grafikeinstellungen verwenden als hier. Und naja, es läuft besser. Also, naja. Ich habe euren Mann. Und ich weiß, wo seine Brüder sind. Helft mir, sie zu retten. Nein, Kumpel. Meine Schuld ist beglichen. Die Belange von Sklaven gehen mich nichts an. Ich bezweifle, dass ein Templer dahinter steckt. Die Assassinen gehen alle Belange der Freiheit an. Wie ist euer Preis? Was? Männer ohne Prinzipien sind meist nur auf Geld aus. Wie viel benötigt ihr? Ich suche einen Schlüssel. Gehört zu einem Satz, den ich den Templern stehe. Die Templerschlüssel? Ich dachte, die wurden zerstört. Dann bin ich nicht der Einzige, der von ihnen weiß. Wenn wir ihn finden, gehört er euch. Abgemacht. Holen wir eure Freunde. So, die Sklaven befreien. Tot. Beeil dich, Keule, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Vielen Dank. Schnell, in mein Büro. Ja, beeil dich. Los jetzt. Wir müssen noch mehr von mir befreien. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Muss noch zwei weitere Templer-Missionen machen. Großer Gott, das Spiel ist so instabil. Ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich meine Grafikeinstellung geben und die runterstellen. Das nervt mich. Hier. So. Sieht man, was ich hier alles nicht einschalten kann, ja? Das hier geht auch nur auf hoch. Gibt Spiele, die kann ich auf Ultra spielen. Die sind älter und haben weniger Anforderungen. Also sind besser programmiert. Muss ich tatsächlich mal ein Chapeau an EA aussprechen. Ja, ich weiß, sowas mache ich eher selten. Aber zum Beispiel Star Wars Battlefront 2 ist so eins der Spiele. Sehen wesentlich schöner aus als das Game hier. Laufen wesentlich flüssiger.
Fertig. Endlich. Geh zum Büro. Also ich glaube, Edward hätte sich da auch selber befreien können in der Situation. Bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ja. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin so desinteressiert beim Aufnehmen. Ja, ja, ich weiß, wie der ganze Schmarrn funktioniert. Kannst du den bitte markieren? Nein, ach. Ich hasse dich. Nein! Wenn ein Spiel ein Remake braucht, also eins von den Assassin's Creed Teilen, dann das hier. Einfach weil das so instabil ist. Zack. Befreit. Wohin als nächstes? Das muss reichen für eine Nacht. Oder findet ihr Geschmack daran? Das war's? Kein Templer? Was ist mit dem Schlüssel? Der Templer hat sich nicht gezeigt. Ihr bekommt den Schlüssel nächstes Mal. Nein, Anto, es gibt kein nächstes Mal. Wenn ihr euer Gewissen entdeckt oder zugebt, wie sehr ihr den Schlüssel wollt, gibt es ein nächstes Mal. Ja, 50% Gesamtsynchronisation erreicht. Yeah. Und das nach nur 35,5 Parts. Mensch. Technisch gesehen haben wir sogar schon mehr Synchronisationen. Da ich hier durchgerusht bin, um das, was ich euch schon gezeigt habe, noch aufzunehmen. Dürfte man hier sehen, wenn ich mal zurückscrolle, zur Sequenz 2. Havanna, wie es lebt und lebt, muss ich noch machen. Und mein Zucker muss ich noch mal machen. Mr. Walpole, nehme ich an, muss ich noch mal machen. Und eine Schuld einfordern muss ich noch mal machen. Das muss ich auch nochmal machen. Ein Ocelot per Luftattentat erledigen, der ungeübte Captain. Ich glaube, das war's. Ja, die habe ich bei der 100%. Also ja. Die ich übrigens schon mal auf 100% gemacht habe im LP, werde ich natürlich im LP nicht nochmal auf 100% mal drei Offscreen machen. Ja. Da ich aber nicht weiß, welche ich zu 100% gemacht habe und welche nicht, muss ich das nochmal überprüfen. Ihr kehrt zurück? Habt ihr doch ein Gewissen? Ich will meinen Schlüssel. Geduld ist eine Tugend. Erwartet ihr jemanden? Ihr bekommt den Schlüssel früher als gedacht. Helft uns, das Büro zu verteidigen. Die befreiten Männer helfen auch. So. Das Assassinenbüro verteidigen. Ja, das dürfte relativ leicht werden. Hi. Dezimiert sie vor dem nächsten Angriff. Angriff! Stop! Let off his estate! Ah!
Super! Je mehr von denen ihr jetzt tötet, desto schwächer wird ihre nächste Angriffswelle. So. Bom. Edward, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Tut mir leid, dass ich keinen Schlüssel für euch habe. Nein, er kann warten. Wer auch dahinter steckt. Ich erteile ihm eine Lektion. Der Name des Templers lautet Kenneth Abraham. Er nimmt am laufenden Krieg gegen die Maroons teil. Doch wir waren standhaft und lassen uns nicht besiegen. Lasst mich einen Plan schmieden. Das ging schnell. Und sehr zu meinem Vergnügen. Kurier, wo bist du? Hier irgendwo in der Nähe? Scheinbar nicht. Auf jetzt dahin. Immer wenn ich so Fässer sehe, will ich drauf zulaufen und drüber springen, um den Geschwindigkeitsschub zu bekommen, weil ich zu viel Shadow of War gespielt habe. Ich weiß nicht, ja. Vielleicht ist es die Ernüchterung von Shadow of War oder so, ich weiß es nicht. Heute ist es irgendwie so meh vom Tag her. Ich habe einen Plan, doch er wird nicht einfach. Abraham hat beste Verbindungen und tiefe Taschen. Aber wir kennen einen Mann aus seinem innersten Kreis. Wir verfolgen ihn, bis er uns zu unserem Ziel führt. Lasst mich ihm ein Ende machen. Da kommt er schon. So, verfolgen wir die Wache bitte einmal. Zack. Darf uns doch nicht sehen, Alter. Guten Abend, Sir. Hübsche Nacht für einen Ball. Hübsche Nacht, um den Abend nicht zu feiern. Wo sind denn die Überzahl? Wir werden sie überrennen. Schade, dass sie nicht eingeladen sind, um uns beim Feiern zuzusehen. Wirklich. Ich vertraue jetzt einfach mal Anto, dass er genau ihn ausschaltet. Darf ich stören? Je mehr, desto besser. Ich komme gerade aus der Kaserne. Ich bin sicher, die neue Waffe wird unserem Problem mit den Maroons ein Ende bereiten. So ist es geplant. So ist es geplant. Denkt ihr, sie rechnen damit? Wahrscheinlich. Irgendwie tun sie das immer. Aber diesmal ist es uns egal. Okay. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich dem Fest beiwohne. Ich ebenfalls. Wir sehen euch dort. Heute auch teilnehmen? Ja, ich sprach gerade mit ihm. Er ist hier irgendwo. Der Kerl war die ganze Zeit unter unserer Nase. Nie traf ich einen Soldaten, der so gerissen war wie ein Maroon. Es ist kein Wunder, dass er schwerer zu schlagen war als die Schwächlinge vor mein ihm. Mein Vater kämpfte gegen die Koromantien. Einer der wenigen, die es überlebten. Dieser Rückschüler und Abraham ist gewahr. So ein Krieger, wie alle sagen. Ich spucke auf ihn und auf seine Brüder. Oh, ich bin jetzt leise, um mich zu konzentrieren. Ich will nämlich keinen Fehler machen. Der dreht sich um, sehr schön.
Flug ab ins Gebüsch mit dir. So, ab. So. Wie lange haben wir gekämpft? Eure Männer in den Bergen ohne nennenswerte Waffen. Und meine Armee hochglänzend. Und doch lebt ihr. Und ich sterbe. Euch fehlt die Überzeugung zum Sieg. Ja, das lief doch relativ gut. Boom, Templerjagd 03, Mission 4, die List des Kommandeurs. Ja, ich würde sagen, das war eine relativ erfolgreiche Folge. Ich wollte ja eigentlich im nächsten Part wieder nur Sidequests machen und hier so Zeugs einsammeln. Aber ich würde sagen, wir machen uns auf zur nächsten Templerjagd. Ich würde sagen, das machen wir noch. Dann habe ich die Templerjagd nämlich erledigt. Dann kann ich euch am Ende vom nächsten Part noch die voll zeigen. So. Dann gibt es heute Templerjagd im Doppelpack. Stimmt, wir müssen noch alle Schatzkarten holen, ne? Machen wir das erstmal. Schatzkarten. Nein. Nein. Wir gucken erstmal, welche Koordinaten wir hier haben. 331, 334, okay. Das ist relativ leicht dann. 327, 334, okay. Drei Palmen am einen. Ist da? Könnte da sein. So, wir gehen gleich mal. Ja, da ist es. Ja. Da ist es. In Zukunft sollten wir auf alle Fälle, immer wenn das eingeblendet wird, hier haben meine Schatzkarte diesen Ort zu zeigen scheint, das holen, damit wir nämlich im Nachhinein nicht noch umherreisen müssen und den ganzen Käse einsammeln müssen. So. Ja. Aber damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.